Den Direktor hat's fast umgehauen, aber Egon... Ich Party für die beiden morgen bei mir zu Hause geplant. Aber es gab eine Dienstplanänderung und ich muss heute Abend schon fliegen. Also habe ich die Gäste angerufen und sie für morgen zu euch eingeladen. Für den Fall, dass ich nicht rechtzeitig zurück sein werde. Ich habe 27 erreicht. Hier ist die Telefonliste der anderen 23, die ich noch nicht erreicht habe. Ich soll für dich 23 Leute anrufen? Stell dir vor, die haben keine Anrufbeantworter. Und wie sieht's mit der Verpflegung aus? Ja, willst du noch einen Schlag? Oh, mach dir keine Sorgen, das ist alles arrangiert. Das Essen, die Tische, die Stühle, die Musiker. Musiker? Ich versuche rechtzeitig wieder hier zu sein. Danke für deine Hilfe, Kumpel. Aber ich muss los. Das Flugzeug wartet. Obwohl, ohne mich kann es ja nicht losfliegen. 23 Leute anrufen für die Party? Dads Puzzle wieder zusammensetzen, an dem er seit 2 Wochen rumfummelt. Meine Schwester mimt die Kranke, eine Party organisieren. Das ist ein Haufen Verantwortung auf einmal. Ich schaff das schon. 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 Kameraspion 907 schwenkt auf dich, Bailey. Ich wünschte, das hier wäre ein Albtraum, aber um einen Albtraum zu haben, muss man träumen. Und um zu träumen, muss man schlafen. Und wenn's danach geht, habe ich die ganze Nacht kein Auge zugekriegt. Alles der Reihe nach. Zuerst habe ich Dads Puzzle wieder zusammengesetzt. Ich habe geschuftet wie verrückt, doch alle 5 Minuten. Bailey, ich glaube, ich höre da irgendwas. Eric hatte Probleme einzuschlafen, weil Mom und Dad nicht da waren. Es ist 2 Uhr nachts, Eric. Ich bin hellwach. Schlaf endlich ein. Mom und Dad werden bald wieder hier sein. Wenn ich nicht gerade Eric beruhigen musste, spielte ich Krankenschwester für Robin. Bailey! Hatte ich schon erwähnt, dass meine Schwester Diva-Allüren hat? Komme nicht ans Wasser. Komme nicht ans Wasser. Soll ich es etwa auch für dich trinken? Ich bin die ganze Nacht lang rauf und runter gelaufen. Immer wieder, die ganze Nacht. Entweder rief Robin die Schwerkranke oder Eric bekam eine Panikattacke. Bailey! Ich drehte fast durch. Bailey! Robins Klingel ging mir echt auf den Bailey! Wecker. Und nach einer Weile Bailey! Wollte ich nicht mal mehr meinen Namen Bailey! Hören. Irgendwie und trotz all der Widrigkeiten habe ich das Puzzle dann doch noch fertig gekriegt. Dad würde nie merken, dass es zu Bruch gegangen war. War ich müde. Was ich brauchte, war ein kleines Nickerchen, um mich wieder fit zu machen für die Party. Aber daraus wurde nichts. Ja, bitte? Was wünschen Sie? Hallo, ich komme vom Party-Service. Ja? Sie haben uns bestellt. Ja, richtig. Also, dann legen Sie doch einfach los. Naja, wo sollen die Stühle und Tische denn hin? Und die Deko? Stellen Sie alles im Vorgarten auf. In Ordnung. Vielen Dank, Sir. Ich dachte, damit wäre alles erledigt. Doch leider nicht. Ja. Hallo. Ich soll die Blumen liefern für die Hochzeitsparty. Tja, stellen Sie einfach ein paar auf jeden Tisch. Danke. Sehr nett, Mr. Kipper. So viele Entscheidungen. Und ich war dafür verantwortlich. Das war klasse und echt leicht. Bis... Oh, nicht schon wieder diese Türklingel. Ja? Oh, hallo. Wir sind die Musiker. Wir bauen gerade auf. Was für Musik hätten Sie denn gern? Den ganzen Tag klingelte es an der Tür. Den ganzen Tag klingelte Robin nach mir. Und Eric schlief den ganzen Tag über. Ich war erschöpft. Doch ich hatte die Situation unter Kontrolle. Bis... Nun steh endlich auf. In einer Stunde werden 50 Gäste hier sein und es soll alles schön aussehen für Mom und Dad.
Okay, okay. Ich will, dass alles sauber ist. Das gilt auch für dich. Dich! Dich! Samstags bade ich doch sowieso. Verpasst Walter auch ein Bad. Er riecht noch nach dem Stinktier. Hier ist dein Essen. Ich hatte Schokomilch bestellt. Ich dusche jetzt und mache mich für die Party fertig. Und du solltest dasselbe tun. Ich werde es versuchen. Während ich unter der Dusche stand, erledigte Eric seine Aufgabe. Und Robin erholte sich wie durch ein Wunder. Mom und Dad waren wie geplant auf dem Heimweg. Und ich hatte alles im Griff. Bis... Hallo? Hallo, Eric. Wie läuft's bei euch? Prima. Alles bestens, Dad. Wir sind stolz auf euch. Ich rufe von unterwegs an. Wir sind in einer halben Stunde zu Hause. Bis dann. Die nächsten drei Worte werde ich nie vergessen. Nach Hause kommen und Walter ist verschwunden, dann vertrauen sie mir nie wieder. Ich eilte zu meiner Videoanlage und schaltete Walters Halsbandkamera ein. So ein Mist, die Kamera war verrutscht. Ich konnte nur seine Pfoten erkennen. Zum Glück funktionierte das eingebaute Mikrofon noch. Also konnte ich ihn über die Audiosensoren orten. Mein Audioverstärker war mir bei der detektivischen Kleinarbeit behilflich. Der 16-Uhr-Zug aus Portland! Die Schienen laufen östlich an der Stadt entlang. Stockenten! Die gibt es da am Fluss! Kleine Kinder, Stockenten, der Zug, der River Park! Ich musste Gas geben. Ich griff mir einen Haufen Luftballons von der Partydeko. Dann borgte ich mir Robins Föhn und knotete eine Spionagekamera mit einem Mini-Megafon dran. Daraus entstand meine bislang verrückteste Erfindung. Mom und Dad waren schon fast da. Luftbeobachtungskamera Apollo 27, Einsatzbereitung programmiert. Suchprogramm startbereit, Bailey. Wenn das schief geht und Walter nicht wieder auftaucht, dann stecke ich echt tief in der Patsche. Los geht's! Robins Föhn und die Luftballons waren so etwas wie mein Satellit. Ich taufte ihn. Haarball! Die Zeit wurde langsam knapp. Sind wir schon zu Hause? In ungefähr 20 Minuten, Vicky. Mein Satellit überflog die wunderschöne Innenstadt von Bangor und erreichte den River Park. Doch von Walter keine Spur. Der Satellit war darauf programmiert, ihn zu erkennen. Doch bislang ohne Erfolg. Ich suchte ihn überall und endlich... Tada! Wir sind gleich da. Kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Ich freue mich so auf die Kinder. Und Walter. Oh, ja. Unser kleinen Stinker. Ja. Nun musste ich nur noch Walter mit einem Trick nach Hause lotsen. Walter, komm sofort nach Hause. Folge meiner Stimme. Lauf los. Es war ein Wettlauf mit der Zeit. Walter musste eine Abkürzung nehmen, damit er es irgendwie schaffen konnte, vor meinen Eltern wieder zu Hause zu sein. Es wurde knapp. Richtig knapp. Ich habe aus diesem Tag eine sogenannte Lehre fürs Leben gezogen, dass man den Mund nicht zu voll nehmen sollte. Oh nein, sie sind schon da! Mom und Dad bogen gerade in die Auffahrt, als Walter um die Ecke schoss. Walter, komm schon, komm schon! Beeil dich bitte, beeil dich! Die Luftballons und die 50 Überraschungsgäste waren echt eine super Ablenkung.
Und Walter kam gerade rechtzeitig, um die Ehrengäste zu begrüßen. Ich hatte es geschafft. Und ich war auch geschafft. Die letzten 24 Stunden waren mega hart und ich brauchte ein langes Nickerchen. Die Party habe ich irgendwie verpasst, aber ich habe sie ja aufgenommen. Am nächsten Tag wurde Walter gebadet. Ach ja, Dad erhöhte mein Taschengeld. Aber in Zukunft werde ich nicht mehr so schnell nach mehr Verantwortung schreien. Das war's für heute.